Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. In der letzten Folge haben wir mit Lodgok geredet hier. Der will, dass wir hier hinten reingehen, aber vorsichtig sein müssen, denn es kann hier auch was Schlimmes in der Mine sein. Wir betreten nämlich eine Koboldmine und wir dürfen dabei auch nicht gesehen werden. Okay, ich habe hier gar nichts Zauber. Da, das müssen wir mal kurz ändern. Da müssen wir einmal den Dissolutionszauber haben, aber ich wollte eigentlich nochmal. Jawohl, können wir direkt so lassen, ne? So. Natürlich. Oh, warte mal, hier fehlt uns auch noch was. Hier will ich dann lieber den Crucio noch drin haben. Und da haben wir, was ist das? Ist der Bombenzauber? Okay, dann machen wir hier nochmal den Flipendo oder. Ne, wir machen den drauf. Genau, den hier. Bam. So. Auf jeden Fall ein paar Zauber zur Rate wollte ich gerade sehen. Haben wir ein paar. Diese Tür beobachtet uns. Das ist wie mit den. So ein bisschen wie mit den Truhen, die wir mal gesammelt haben. Gehen wir in die Mine rein. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Oh. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Okay, müssen wir schon Feuer rein. Davon abgesehen ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Hm, dann müssen wir doch mal schon Feuer rein. Oh nee, warte mal. Diese mal zurück. Maschinen hier laufen. Wir machen hier lieber was anderes hin, ne? Hier einmal. Genau, hier machen wir mal den hin. Den hin. Eis. Und wir könnten auch ein bisschen. Aber wollen die denn lieber die Pendel noch hin? Okay, los geht's. Interessant. Confringo! Ich hab's drauf. So, und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Anscheinend. Ich fasse es nicht. Wir sind in einer echten Koboldmine. Sieht doch verdammt cool aus hier drin. Was ist das? Riveli. Da, kann man schon dran ziehen. Gehen wir hier noch was rein. Hier. Jetzt die Frage, was passiert ist. Ach, guck mal, dann kommen die Säcke da runter. Ach, guck mal. Ah, also wie so ein, ist so ein Förderband, ne? Na gut, müssen wir wahrscheinlich hier längs. Rebellion. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es etwas ganz anderes. Wolltest du nicht mit rüber? Anscheinend nicht. Wir müssen aufpassen. Du weißt sicher, dass nicht alle Kobolde uns so wohlgesonnen sind wie Lodgok. Achso, ich muss mal kurz rüber. Ach, hier. Wo ist er gelandet? Da, okay. Ich erinnere mich, wie ich rüberholen kann. Komm rüber. Dann eben darüber ziehen. So. Passt auf, wo ihr hin. Leise wie ein Grabwurm. Ein lästiger Mensch. Lazio! Oh, da hat er mich von hinten erwischt. Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin. Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort.
Darf ich gerne etwas durchballern? Trevelyan. Wir werden beobachtet. Von einer Tür. Akir. Okay. Trevelyan. Wir kommen nicht weiter, solange dieses Auge uns sehen kann. Ich bin leise. Akio. Okay, kann ich nichts machen. Dann können wir trotzdem die Tür rein. Und jetzt? Geht alles nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal rein. Jetzt geht das Ding da draußen, glaube ich. Hier irgendwas längs? Da ist doch irgendwas hier runter. Oder können wir einfach oben rein jetzt? Kann natürlich auch sein. Ah! Der Puls. Wären wir sonst nicht hier hochgekommen? Ja, okay. Die hätten wir sonst nicht gekriegt. Das stimmt. Ja, oh, das ist gut. Was für ein Kopf. Was für ein Kopf ist immer gut. Jetzt kannst du wieder da reinschleichen, ne? Genau. Ich fühle mich wie eine Figur aus den Abenteuerromanen, die ich in den Sommerferien lese. Revelio. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier soll ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Wir gucken mal, ob wir noch mehr finden. Sollte möglich sein. Räumen wir mal ab. Gucken hier. Aber warte, wir gehen erstmal oben. Wusch, dass hier oben was ist. So, einfach war's. Hier ist noch was. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Natürlich. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Natürlich nicht. Und zumindest finden wir auch nicht Kohle hier. Das ist nicht mega viel, aber immer ein bisschen. Revelio. Da können wir nicht rein. Aber wir können hier runter. Ach, das ist der gleiche Weg. Hätten wir anders hochgehen können. Okay, okay. Lass mal. Hier durch. Anderer Weg weiß ich gerade nicht. Ich bin gut im Herumschleichen. Glaub mir.
Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Revelio. Hier ist einiges los. Da draußen. Kleines okay. Mund. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Getränke genutzt eigentlich. Noch ein Kessel. Was schade ist. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. So was. Noch ein Bauplan. Noch ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. Hm. Da können wir irgendwas machen. Wir, das können wir mal dran ziehen. Was machen wir? Okay, hier ist alles hin. Okay. Hm. Frage, was der richtige Weg ist. Ich glaube schon. Revelio. Angst zu kämpfen. Weit weg von zu Hause. Yeah!
Crescendo. Komm mal. Du kannst sie nicht aufhalten. Bis hin. Crescendo. Was gibt's denn hier noch? Das waren sicher die letzten Amid. Das war doch gar nicht so schlimm. Ach hier. Mir fehlt noch irgendwas. Lass mal das durchgehen. Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Das wollen wir nicht. Die Tür aufmachen. So. Hier ist Achtung, wenn wir draußen mal das Ding. Ist das Ding wieder in Laufen gehen gleich oder was? Oder auch nicht. Ach, guck mal, ist das aufgegangen? Okay, hab ich gar nicht gesehen. Noch ein Fahrstuhl, aber. Lass uns, bevor wir in den Fahrstuhl gehen, muss ich hier nochmal kurz gucken. Ach, immer sind die Ausrüstungsplätze voll. Das ist auch echt nervig. Ja. Und hier ist noch ein letzter Bericht. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Nordgok Bericht. Na los. Weg hier. Können wir bestimmt hier mit hochkommen. Oh, ich war so dabei. Ich muss erst mal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Gut, dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden. Jetzt fahren wir wohin müssen. Hier links? Oder da ist? Das sind verschiedene Wege, ne? Obwohl, hier müssen wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Wir sind gleich draußen. Lass uns einmal hier links gehen nochmal. Guck mal. Alohomora. Können wir Alohomora nicht? Hätten wir jetzt nicht aufkriegen können. Oh, ich habe gerade den Finger bekommen, so zu halten. Rebellion. Okay. Naja, dann müssen wir nicht in diesen Weg gehen, ne? So, raus aus der Mine. Bin ich mal gespannt, was der Lockdog sagt. Können wir darüber reden, was gerade passiert ist? Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Koboldgeheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer.
Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Was haben Sie jetzt vor? Wasser. Mit dem Schnacken. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben Ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Ficks Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt und ich weiß von dem Behälter. Ah, wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach, ihrer Intelligenz und ihren Talenten, damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und, zu meiner Überraschung, ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Ranrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Ranrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Ranrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber... ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Ranrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Ranrock hat Bragbaws Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Bragbaw irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Ranrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Ranrock weiß. Ich schicke meine Eule. Okay, das hat ihn wirklich verändert, wa? So. Alles nur Koboldogak. Gut. Heute machen wir hier Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.